Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Smaragd. Ja, hier sind wir jetzt wieder mit den guten alten Soundbugs, wie ich schon merke. Jetzt müsste ja auch schon die erste Folge Pokémon Bloody Platin gekommen sein und jetzt weiß ich auch, diese Soundhänger liegen anscheinend nicht irgendwie am Computer oder an Uploads oder sonst was, sondern wirklich an der ROM. Aber ich denke, wir werden schon zurechtkommen trotzdem. So, wie angekündigt habe ich im letzten Part, ich hoffe auf jeden Fall mal, dass ich ihn jetzt nicht wieder nachsynchronisieren muss, aber wie angekündigt habe ich im letzten Part die Pokémon ein wenig trainiert und jetzt zeige ich euch einfach mal das Team aktuell. Oh, Zickzacks hat beim Training noch ein Item gekriegt, das nehmen wir ihm doch gleich wieder ab. Ein Superball. Also, Schaloko ist jetzt auf Level 10. Es hätte sich eigentlich auch schon entwickelt. Ich habe es aber abgebrochen, weil Entwicklungen sowas, das machen wir natürlich zusammen. Ja, bei Schaloko hat sich jetzt nicht so viel Neues getan in Sachen Attacken. Aber, naja. Gut, Zickzacks hat die Kopfnuss gelernt. Das ist, ja, es ist schon mal eine gute Tackle-Alternative, wie man hier sieht. Das hier sind 35 und das hier sind immerhin 70. Und sogar noch eine Chance zum Zurückschrecken. Schwalbini ist, das komplette Team ist jetzt auf Level 10. Schwalbini hat auch so ein bisschen Ruckzucki-Patz erlernt. Ansonsten eigentlich nichts Erwähnenswertes Neues. Meryl hat die Aquaknarre gelernt. Und, ja gut, Rutenschlag, aber das interessiert ja eigentlich nicht. So, Loturzel. Ich muss jetzt gerade überlegen, hatte Loturzel vor dem Training die Attacke Absorber schon? Ich glaube noch nicht, oder? Doch, ich glaube, Absorber hat er schon gelernt. Naja, da sieht man mal wieder, wie gut ich wieder vorbereitet bin. Und bei Gekabor hat sich einfach mal gar nichts getan. Aber jetzt, endlich, nach langem Hin und Her, wird es Zeit, dass wir uns endlich in die erste Arena stürzen. Und dafür rüste ich gleich mal Gekabor hier um und ich nehme ihm aber mal die Sinelbeere ab. Ich glaube nicht, dass wir das in der Arena brauchen werden. Oder, ja. Lassen wir das mal sein mit den Items. Jetzt nochmal schnell die Pokémon heilen, weil Schaloko noch ein wenig Schaden hatte. Und dann machen wir uns auch schon auf. So, was wir aber vorher noch machen können. Ja, habt ihr euch schon gefreut? Wir schauen nochmal in der Pokémon-Trainerschule vorbei. Wir bringen dir alles über Pokémon bei. Und da sind wir auch schon und schauen doch mal, was die Leute hier so zu erzählen haben. Hallo? Hallo! Haben wir uns nicht schon einmal gesehen? Ich glaube, das war in Blütenburg City! Ich will mich mal vorstellen. Mein Name ist Scott! Ich reise durch die Lande auf der Suche nach herausragenden Trainern! Und ich habe gerade die falsche Taste gedrückt. Genauer gesagt bin ich auf der Suche nach Experten des Pokémon-Kampfes. Nichts Geringeres suche ich. Was machst du in dieser Trainerschule? Bist du auch ein Trainer? Hatten wir das nicht schon? Als erstes solltest du einem Pokémon die Attacke Zerschneider beibringen. Und wenn ich mich recht erinnere, besitzt einer in diesem Ort Zerschneider. Ja, das war Scott mal wieder. Und hier haben wir einen der Schüler. Pokémon können Items tragen, aber sie wissen nicht, was sie mit Items von Menschen wie Trank oder Gegengift machen sollen. Weißt du, wie man mit einigen Pokémon-Attacken ein Pokémon verwirren kann? Ein verwirrtes Pokémon wird manchmal sich selbst verletzen, ohne es zu wollen. Aber sobald es aus dem Kampf genommen wird, ist es wieder normal. Ich wollte schon immer ein Samurzel haben und endlich habe ich eins. Ich tausche gerade mit meinem Freund Pokémon. Ein Pokémon, das eine Beere trägt, wird sich selber heilen. Es gibt viele Items, die ein Pokémon tragen kann. Junge, Junge, ist das alles schwer zu merken. Dann schauen wir doch auch mal, was der Lehrer sozusagen hat. Oder einfach mal davonläuft. Schüler,
die nicht aufpassen, bekommen meine Flinkklaue zu spüren. Wie du dieses Item einsetzt, zeigt, ob du ein guter Schüler bist oder nicht. Flinkklaue erhalten. Mhm. Ja. Ich hatte jetzt auf einen kleinen Plausch gehofft, aber nein. Er haut kurz ab und dann Schüler und Flinkklaue und bla bla bla. Die Flinkklaue allerdings, die werden wir dann doch Gekabra geben. Denn die erhöht die Chance auf einen Erstschlag. Das heißt, hin und wieder wird Gekabra als erstes angreifen, obwohl seine Initiative vielleicht auch mal langsam ist. So, hier an dieser Tafel können wir noch was über Statusveränderungen lernen. Da gibt es zum einen, da stehen sie alle, zum einen Gif, Par, Sylph, Brt und Gefr. Die werden wir alle im Laufe des Spiels noch kennenlernen. Und deshalb werden wir das hier jetzt mal nicht lesen. Aber wir haben die Flinkklaue erhalten. Und was hast du so zu erzählen? Weißt du das schon? Du kannst auch an 2 gegen 2 Kämpfen teilnehmen, wenn du alleine unterwegs bist. Triffst du auf 2 Trainer und hast mindestens 2 Pokémon dabei, werden sie dich beide herausfordern. Ich finde es total cool, wenn man alleine 2 Trainer besiegt, meinst du nicht? Ja, das hatten wir ja schon im Zweikampf. Pokémon-Trainerschule. Wenn ich in diese Schule gehe, werde ich später seltene Pokémon fangen können. Na, da wäre ich mir mal nicht so sicher. Vom Fangen lernt man hier, glaube ich, nicht so viel. Ich habe die Arena-Leiterin herausgefordert, aber es ist nicht einfach, mit meinen Feuer-Pokémon zu gewinnen. Feuer-Pokémon haben keinen guten Stand gegenüber Gestein-Pokémon. Das ist wohl wahr. Aber das kann uns egal sein, denn wir haben ja unser Gekabra. Und obwohl ich jetzt gesagt habe, wir gehen in die Arena, renne ich jetzt doch wieder hier rum und quatsche mit allen. Ein Pokémon verändert sein Aussehen? Wenn es das tun würde, wäre ich zu Tode erschrocken. Wenn ein Pokémon Erfahrungen im Kampf sammelt, kann es vorkommen, dass es irgendwann sein Aussehen verändert. Was du nicht sagst. Und wen haben wir denn hier? 2 alte Leute und ein Pikachu. Meine eigenen Pokémon habe ich perfekt passende Kosenamen gegeben. Das ist mein Ausdruck von... Originalität, genau, Originalität. So, wie haben wir es denn hier? Wen haben wir hier? Pikachu, PK. Aber ein Pikachu einfach Pikachu zu nennen, das haut einen nicht gerade vom Hocker. Ich glaube ja auch, man sollte einen leicht verständlichen Kosenamen wählen, aber irgendwie... Ja, zum Thema Kosenamen, das Pokémon Bloody Platin Let's Play müsste inzwischen schon laufen. Von dem her wisst ihr ja jetzt vielleicht, warum ich in diesem Spiel den Pokémon keine Spitznamen gebe, denn in Bloody Platin mache ich das. Ich werde es aber in diesem Spiel auch weiterhin nicht machen. Einfach auch, weil es viel Zeit frisst, sich sowas auszudenken. Felicia, die Arena-Leiterin, weiß wirklich eine Menge über Pokémon. Und sie ist sehr stark. Die Trainerschule ist hervorragend. Wenn du dort lernst, kannst du später sogar Arena-Leiter werden. Ja, sogar als Arena-Leiter muss man die Schulbank gedrückt haben. Da ist völlig egal, wie gut man ist. Solange man keine abgeschlossene Schulausbildung hat, ist das völlig egal. Ein Pokémon, das du durch Tausch erhältst, wächst schnell. Aber wenn dir Orden von bestimmten Arenen fehlen, wird es dir eventuell nicht gehorchen. Ja, das kann passieren. Und das ist mir auch am Anfang mal bei meiner ersten Pokémon-Edition so passiert. Hast du schon die Herausforderung der Pokémon-Arena angenommen? Ich glaube, wenn sie den glänzenden Orden der Arena in der Hand halten, wird den Trainern klar, was von ihnen verlangt wird. Und ich muss jetzt kurz mein Mikrofon ausstellen, denn ich muss niesen. Okay, doch nicht. Dann lasse ich es eben an. Und wen haben wir denn hier? Einen Mann mit grüner Mütze. Wie? Mein Pokémon ist niedlich? Sicher, das weiß ich doch. Aber ich weiß auch, dass ich es gerne mit dir tauschen würde. Ich gebe dir mein Samurzel, wenn du mir ein Trassler gibst. Einverstanden? Ich gebe dir doch kein Trassler, bist du verrückt? Du willst nicht tauschen? Kein Problem. Aber mein Pokémon ist wirklich niedlich. Das weißt du schon?
Ja, sehr schön. Musste ich mal kurz hier mein Kabel vom Headset etwas entwirren. Aber dann reden wir mal mit dem Wanderer hier. Also mit dem werden wir definitiv nicht tauschen, denn ich habe es ja schon angedeutet, ich möchte gerne selbst ein Trassler für mich. An allen Orten gibt es alle Sorten von Pokémon und Menschen. Ich finde das faszinierend, daher besuche ich alle möglichen Orte. Ja, das ist schön für dich. Übrigens, die Trainer, die wir jetzt auf der Route vor Metaross vergessen haben, die werden wir natürlich noch nachholen. Allerdings erst, wir müssen uns sowieso wieder auf den Rückweg machen, wenn wir hier fertig sind in Metaross. Und dann werden wir diese Trainer mitnehmen. Aber jetzt, endlich gucken wir in das Haus hinter der Arena. Oh, ein Zaun. Ach man, das wäre jetzt... Ach, hier... Oh, aber hier steht noch jemand. Die Devon Corporation. Wir nennen sie kurz Devon. Die Firma stellt viele praktische Dinge her. Ja. Okay, das hat sich jetzt voll gelohnt und deshalb jetzt endlich in die Arena. Oh, da ist noch jemand, mit dem man quatschen kann. Hi, wie geht's? Hör zu, mein Freund. Würdest du gerne Champ werden? Ich bin kein Trainer. Ich nicht. Aber ich kann dir trotzdem einen nützlichen Rat geben. Also abgemacht. Wir werden zusammen nach der Pokémon-Meisterschaft streben. Als Trainer musst du die Orden der Arenen sammeln. Habe ich recht? Aber die Arenaleiter sind nicht gerade einfach zu besiegen. Und hier komme ich ins Spiel. Ich werde dir einen Expertentipp geben. Felicia, die Arenaleiterin, setzt Gestein-Pokémon ein. Ein Gestein-Pokémon ist sehr zäh, hat aber gegen Wasser- und Pflanzenattacken keine Chance. Komm wieder vorbei, wenn du die Arenaleiterin besiegt hast. Nun, zeig, was du drauf hast. So. Hier in der Arena gibt's, oder allgemein in allen Arenen gibt's immer Trainer, gegen die man vor dem Arenaleiter noch kämpfen muss, beziehungsweise in dieser Arena kann. Ich zeige hier gerade, wir könnten ohne einen Trainerkampf direkt zu Felicia, aber das wollen wir natürlich nicht. Das hier ist auch die einzige Arena, in der man alle Trainer überspringen kann. Das ist wahrscheinlich einfach so für den Anfang, damit man sich gleich mal total verwöhnt und großartig fühlt. Später muss man aber noch gegen andere Trainer kämpfen. Uns kann es egal sein, denn wir werden das so oder so machen. Unterschätze die Trainer einer Arena nicht. Ich zeige dir, warum wir die Besten sind. Ja, dann zeig mal. In dieser Arena werde ich jetzt hauptsächlich Gag-Arbor benutzen. Einfach weil ich möchte, dass es hier in der Arena jetzt doch ein bisschen vom Level her aufsteigt. Weil es einfach, das ist gut, Merrill wäre hier auch noch gut, aber das hier ist einfach die perfekte Arena, um Gag-Arbor zu trainieren, sage ich jetzt mal. Und natürlich tun wir uns damit dann auch um einiges leichter hier. So, das war auch schon der erste Trainer dieser Arena. Oder der hatte ja nur dieses Kleinstein. Und Gag-Arbor erreicht sogar noch Level 11. Sehr schön, und er lernt ruckzucki. Und wir haben Teenager Gaston besiegt. Du warst... Oh, Moment, das ist ja das ein Franzose. Du warst viel zu gut für mich. Und wir gewinnen 160 Pöke Dollar. Sag doch nochmal was. Du hast noch gar nicht gesehen, was Gestein-Pokémon alles können. Wie schön. Ich sollte vorher mal auf die Namen gucken und nicht immer hinterher.